Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ihr einen saftigen Schokokuchen mit Himbeeren backt. Für den Kuchen brauchen wir 250 Gramm Zartbitterschokolade, 80 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, 100 Gramm braunen Zucker, 5 Eier, 1 Teelöffel Zimt und 175 Gramm Himbeeren. Als erstes schmelzen wir die Butter zusammen mit der Schokolade über einen Wasserbad. Die Schokolade darf jetzt wieder ein bisschen runterkühlen und in der Zwischenzeit schlagen wir Eier und Zucker schaumig. Die Eiermasse ist jetzt schön schaumig und da ziehen wir jetzt mit unserem Teigspatel die Schokoladenmasse drunter. Zum Schluss wird jetzt noch das Mehl und der Zimt reingesiebt und dann sind wir auch schon fertig mit dem Teig. Der Teig ist jetzt fertig und kommt in die Springform. Da verteilen wir dann die Himbeeren noch oben drüber und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen. Das Ganze kommt jetzt bei 160 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 40 bis 45 Minuten. Der Kuchen ist jetzt soweit abgekühlt und aus der Form gelöst. Wer will, kann ihn jetzt einfach mit Puderzucker oder mit Sahne servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Tschüss!